Hallo ihr Lieben, ich habe heute mal wieder einen Food Haul für euch, denn ich war in Deutschland und habe ordentlich was eingekauft und die interessanten und schönen Sachen zeige ich euch jetzt sofort. Wir beginnen am besten mal mit den ungesunden Sachen, damit ihr gleich schon einen Schock bekommt, was ich denn alles mitgenommen habe. Aber ich kann euch versichern, vieles davon wird einfach verschenkt, denn die Leute erwarten das dann auch teilweise, wenn man aus Deutschland kommt. So Pralinen zum Beispiel oder auch Lindt-Schokolade. Das hier ist ganz normale Zartbitter-Schokolade. Die hier ist für mich mit Grapefruit. Bin ich sehr gespannt, wie die schmeckt. Eine dunkle Schokolade mit Grapefruit-Stückchen innen drin oder so. Habe ich noch nicht ausprobiert. Dann eine Himbeerschokolade, eine feinherbe Schokolade mit Schokoladen-Himbeertrüffel. Dann habe ich Lindt Schokoholic, die ist sehr lecker. Ich kenne zwar nur die Zartbitter-Variante, das hier ist die Vollmilch-Variante, aber ich vermute, dass das ebenfalls sehr gut schmeckt, denn das ist so eine Schokoladendröhnung, kann man sagen. Eine Kalorienbombe, schnell weg damit. Dann einfach weiße Schokolade, die weiße von Nestle, die ist richtig lecker. Das ist jetzt die Crispies-Variante, erinnert ein bisschen an Kinder Country und auch an eine Lindt Schokolade, die es früher mal gab. Wurde jetzt aber leider aus dem Sortiment genommen. Deswegen ist die auch ganz gut, ersatzweise. Ich hatte die jetzt schon jahrelang nicht mehr gekauft, aber meine Mama hatte mich wieder daran erinnert. Und deswegen hatte ich die mal mitgenommen. Auch die ganz normale, klassische Variante hatte ich mitgenommen, habe ich aber schon verbraucht. Und zwar zusammen mit diesen Überraschungseiern habe ich ein Dessert draus gemacht. Das Video ist schon online und wer mag, kann da gerne vorbeischauen. Übrigens, das kennt ihr, ist die deutsche Variante und das hier ist die türkische Variante von Überraschungseiern. Da steht dann nämlich Kinder Surprise drauf. Ja, aber die Spielsachen sind die gleichen. Also und dann noch einmal eine Merci weiße Schokolade. Das sind 4 Tafeln mit Bourbon Vanille. Kenne ich nicht, bin ich mal gespannt. Toffifees für meinen Mann, muss auf jeden Fall immer mit. Er liebt die total und wer mich bei Instagram verfolgt, weiß wahrscheinlich schon, dass ich die hier total gut fand. Das sind vegane Fruchtgummis. Da ist aber kein Agar-Agar drin, wie ich erst dachte, sondern einfach nur Stärke. Deswegen ist die Konsistenz auch eine ganz andere als wie bei normalen Haribos, die man so kennt. Und ja, auch geschmacklich total lecker. Das hier ist die Variante mit Zitrusfrüchten. Es gibt auch noch eine Variante mit Beeren. Also solltet ihr vielleicht mal ausprobieren. Also mir schmecken sie auf jeden Fall richtig gut. Hier haben wir noch was ganz Cooles bei Edeka gefunden. Ich glaube, eine Schweizer Schokolade, bin mir nicht sicher. Ragusa Blond heißt es. Ich kann es auch nicht mal richtig aussprechen. Aus weißer Schokolade mit karamellisiertem Milchpulver, Praliné-Füllung und ganzen Haselnüssen. Also ich kenne davon jetzt nur die Variante mit Vollmilchschokolade überzogen. Die hatte ich zusammen mit meiner Familie ausprobiert. Und dann habe ich mir noch die weiße Variante mitgenommen, also mit weißer Schokolade überzogen. Und hoffe, dass die genauso gut schmeckt. Das war wirklich richtig lecker und kannte ich bisher auch noch nicht. Kleines bisschen Ostern-Sachen. Ostern steht ja vor der Tür. Hier habe ich so, Edelmarzipan-Eier. Ja, eigentlich nur als Tortendekoration gedacht. Und ich hoffe, dass sie bald zum Einsatz kommen. Ansonsten noch so ein paar Osterhasen habe ich mitgenommen für die Kinder. Und ja, ansonsten noch ein bisschen Schokolade. Nichts Besonderes. Die Sarotti Marzipan und Kaffeesahne, das sind auch kleine Tafeln. Hier ein kleiner Tipp von mir, das ist die Aldi-Schokolade mit 70% Kakaoanteil. Die nehme ich immer gerne mit zum Backen, denn wenn man bedenkt, dass da 125 Gramm drin sind, ich glaube eine Packung kostet 99 Cent, wenn ich mich nicht täusche. Die ist günstiger auf jeden Fall als andere Schokolade, die man so im Supermarkt findet und qualitativ besser als eine Blockschokolade zum Beispiel. Daher eignet sie sich wirklich sehr gut fürs Backen. Kann ich empfehlen. Mache ich gleich mal mit den Alnatura Sachen weiter. Und zwar habe ich die Kokosriegel von Alnatura mitgenommen. Falls ihr die nicht kennt, die schmecken wie Bounties nur noch besser. Und sie sind natürlich ein bisschen gesünder, weil bessere Zutaten und Bio und so. Also einmal die Vollmilch-Variante und einmal die Zartbitter-Variante. Und die schmecken richtig lecker. Dann nehme ich auch immer gerne diese Fruchtriegel von Alnatura mit. Das ist immer sehr praktisch, finde ich, wenn man unterwegs ist. Ich nehme mir generell für unterwegs sowas wie Datteln, Bananen und was noch? Da war noch was. Datteln, Bananen, Äpfel.
Ja, sowas in der Art nehme ich mir meistens mit für den kleinen Hunger mal zwischendurch. Und solche Riegel sind natürlich auch ganz toll geeignet, finde ich. Denn ja, so Snickers-Riegel oder so für unterwegs mag ich nicht, nehme ich nicht mit und würde ich auch nicht weiterempfehlen. Aber sowas geht auf jeden Fall sehr gut. Machen wir gleich weiter mit den Alnatura-Sachen. Natürlich musste mein Schokochai wieder mal mit. Ohne den geht es überhaupt nicht. Ich zeige euch den in jedem Food Haul. Ich weiß, das ist vielleicht schon nervig, aber das ist einfach der beste Tee für mich, den es überhaupt gibt. Und der muss immer mit. Wer meinen letzten Food Haul gesehen hat, weiß, dass ich total verliebt bin in die Rapunzel Kokos Mandelcreme. Die habe ich auch beim Alnatura mitgenommen. Ja, das ist die perfekte Raffaello-Creme, hatte ich euch damals schon gesagt, als Brotaufstrich oder auch zum Backen total gut geeignet. Leider war mein Gepäck schon so voll, ich hatte schon so viele Marmeladengläser und andere Aufstriche dabei, die meine Familie schon vorgekauft hatte für mich. Die wissen nämlich immer, was ich gerne mitnehme. Deswegen wollte ich jetzt nicht das ganze Glas mitnehmen, aber immerhin so zweimal die Probiergröße, dann hat man das zu Hause, falls man Appetit drauf hat und sind nicht so viel Platz weg. Auch kalorientechnisch. Ist auf jeden Fall besser, wenn die Größen ein bisschen kleiner sind. Dann habe ich noch die Alnatura Falafel mitgenommen. Meine Mama hatte davon geschwärmt, sie kauft es auch immer regelmäßig. Deswegen werde ich diese Fertigmischung auf jeden Fall mal ausprobieren und bin sehr gespannt drauf, wie sie mir schmeckt. Dann habe ich noch die Gemüsebouillon in der Nachfüllpackung. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch, denn ich benutze die von Alnatura wirklich am liebsten. Geschmacklich und ja auch von den Inhaltsstoffen her finde ich die am allerbesten. Dann habe ich noch den Alnatura Frühstücksbrei mitgenommen. Bio-Getreide-Vollkornflocken zerkleinert mit Erdmandel-Nussmischung mit Bourbon-Vanille innen drin. Ich habe sehr Gutes darüber im Internet gelesen und wollte deswegen das mal ausprobieren. Ich habe aber keine Ahnung, ob es mir überhaupt schmeckt, mir oder meiner Kleinen. Es ist aber generell ein sehr praktisches Frühstück, finde ich, denn das kann man einfach mit kalter oder mit warmer Milch anrühren und das Frühstück ist schon fertig. Manchmal, wenn es schnell gehen muss, finde ich, ist sowas wirklich ganz praktisch. Und ja, es ist mal was anderes als selbstgekochter Porridge oder als Müsli. Also ich werde das auf jeden Fall mal ausprobiert und bin sehr gespannt, ob das schmeckt. Und außerdem habe ich noch das Alnatura geröstete Müsli mitgenommen mit Kokos- und Kakaonips. Ja, das kannte ich auch noch nicht, hatte ich beim letzten Mal auch gar nicht gesehen und kann das sein, dass es neu ist? Weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall mit Dattelsaftkonzentrat gesüßt, was ich schon mal ganz toll finde. Und da können wir auch gleich weitermachen mit dem Dattelsaftextrakt, den ich auch tatsächlich mitgenommen habe. Und zwar ist es dieser hier, der Dattelsirup von Rapunzel, auch beim Alnatura gekauft. Das ist eine ganz tolle Alternative zum Süßen und es ist vegan, also wer vegan ist, für den ist es auf jeden Fall sehr interessant. So, in letzter Zeit habe ich gelesen, dass Agavendicksaft ja auch nicht so gesund sein soll und so weiter und so fort. Deswegen hatte ich den jetzt auch gar nicht mitgenommen. Ich glaube, man lässt sich da auch so ein bisschen davon verleiten, was so in den Medien steht. Deswegen habe ich den hier mitgenommen. In der Türkei habe ich den übrigens auch gefunden. Natürlich nicht von Rapunzel, sondern von einer anderen Firma. Ich zeige euch das mal gleich. Ich blende euch das gleich ein, wie die Konsistenz ist. Die ist nämlich ganz unterschiedlich. Der türkische ist eher so flüssiger und vom Geschmack her erinnert mich das Ganze an einen Zuckerrübensirup. Also hat eigentlich gar nicht so viel mit Dattelgeschmack zu tun. Der von Rapunzel ist aber deutlich datteliger, wenn man das so sagen kann. Auf jeden Fall fruchtiger im Geschmack und deswegen auch mein Favorit. Hat, wenn ich mich nicht täusche, 3,95 Euro gekostet, das 250 Gramm Päckchen. Aber ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall für so ein Produkt. Die Alnatura Reisflocken durften dieses Mal auch mit. Die hatte ich noch nicht ausprobiert. Später, als meine Mama die Packung gesehen hatte, meinte sie, sie kennt die und sie war jetzt nicht so zufrieden damit, aber ich hatte sie nun mal schon mal mit. Ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren und mir eine eigene Meinung bilden. Das ist für Müsli gedacht, man soll sie vorher 30 Minuten einweichen oder aber man kann damit auch ganz praktischen Milchreis zubereiten. Das werde ich auch ausprobieren. Ja, bin mal gespannt, ob es mir schmeckt oder nicht. Meine Alnatura Bourbon Vanille habe ich natürlich auch wieder mitgenommen. Die muss auf jeden Fall immer mit, denn die ist richtig ergiebig. Das hatte ich euch schon ein paar Mal erzählt und ich benutze eigentlich immer die am allerliebsten für meine Rezepte.
Und außerdem habe ich aber, was Vanille angeht, da kommen wir jetzt auch zu den anderen Sachen, also abgesehen von Alnatura, denn das ist nicht von Alnatura gewesen. Und zwar habe ich die Bio-Vanillepaste mitgenommen von der Firma Taylor & College. Kannte ich nicht, aber soll wohl sehr gut sein. Ein Teelöffel entspricht der aromatisierenden Wirkung von einer Vanilleschote, steht hier drauf. Ja, diese Vanillepaste werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich denke nicht, dass es meine Bourbon-Vanille von Alnatura ersetzen kann, aber ich werde es mal ausprobieren. Und außerdem habe ich auch ganz normalen Bourbon-Vanillezucker mitgenommen, denn das mache ich eigentlich auch jedes Mal. Diesmal von der Firma Ruf. Der ist auch ganz okay. Ist zwar kein Bio, aber muss ja nicht unbedingt immer Bio sein. Backartikel, Sahne steif, Sanapart ist ja eigentlich fast das gleiche. Brauche ich immer, gibt es hier leider nicht. Edeka Kuvertüre, Zartbitter, ist auch ganz okay. Dann habe ich hier Farbpaste von der Firma Dekoback, genau. In der Farbe Schwarz, ja, hatte ich für... Ich hatte vor, eine Torte für meine Kleine zu backen, jetzt für den nächsten Geburtstag. Und da wollte ich die hier auf jeden Fall da haben, könnte ich eventuell gebrauchen. Und die soll sehr ergiebig sein und man kann damit auch grau und beige-weiß oder so zaubern, also nicht nur schwarz. Deswegen ist das eigentlich ganz gut geeignet. Dann habe ich noch diese hier gesehen und wollte sie unbedingt ausprobieren. Und zwar Color Melts. Das sind ja diese Glasur-Drops, die man dann portionieren kann. Und ich glaube, man kann die in der Mikrowelle schmelzen lassen. Das ist ganz gut geeignet, weil die halt so schön zu portionieren sind und auch schon vorgefärbt sind. Das ist jetzt in der Farbe Rosa. Man kann damit zum Beispiel Cake Pops glasieren oder auch Cupcakes dekorieren. Und daher ist es ganz praktisch. Ein neues Produkt, was ich auch beim Edeka entdeckt habe, ist das vegetarische Geliermittel von Dr. Oetker. Mal gucken, was da alles drin ist. Agar-Agar, Johannisbrot, Kernmehl, Cognac. Cognac mit J geschrieben. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was das ist. Da muss ich sofort nachschauen. Und Maltodextrin, ja. Ein Beutel Geliermittel entspricht 1 bis 3 Blatt Gelatine. Also, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Finde ich auf jeden Fall besser als normale Gelatine. Und vielleicht hält es sogar besser als Agar-Agar. Keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Und berichte dann eventuell. Übrigens sehe ich heute irgendwie total rot aus, aber ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Also die Beleuchtung ist eigentlich schon recht gut und aber irgendwie sind meine Wangen auch total heiß und ich konnte das auch nicht abpudern. Tut mir leid, ihr müsst mich heute so ertragen. So, dann habe ich noch die Paradiescreme von Dr. Oetker. Geschmacksrichtung Bananengeschmack mit Schokosplitz. Unsere Creme des Jahres. Ja, das hat mich angezogen, deswegen habe ich sie mitgenommen. Einmal für mich, einmal für meine Freundin. Weil die auch total gerne diese Paradiescreme mag. Ich selber kaufe eigentlich sowas nicht wirklich. Ja, aber diesmal habe ich es halt mitgenommen. Und auch noch die von Ruf. Und zwar Kokos küsst Mandel. Und ja, sowas ist ja total mein Geschmack. Deswegen wollte ich die auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wo wir schon mal gerade von Ruf-Produkten sprechen, habe ich auch noch die Chocolate Chunks mitgenommen. Für Cookies, das ist backfeste Schokolade, also backfeste Schokostückchen in Zartbitter und ja, ist manchmal ganz gut, denn normale Schokolade schmilzt halt auch wirklich sehr schnell weg im Backofen. Von DM habe ich den Kokosblütenzucker mitgenommen. Ja, Kokosblütenzucker wollte ich schon lange, lange ausprobieren und die Preise hier sind einfach nur unverschämt. Obwohl in Deutschland das ganze Zeug auch nicht wirklich günstig ist. Also der hier jetzt vom DM, die 250 Gramm Packung, was hat die gekostet? Wenn ich mich nicht täusche, knapp 5 Euro. Ist also wirklich nicht günstig, was, wenn man mal das vergleicht, was normaler Zucker kosten würde. Ist aber natürlich wesentlich gesünder. Ich werde das Ganze mal ausprobieren. Was ich auf jeden Fall auch noch empfehlen kann, ist das DM Kokosöl. Bio, natives Kokosöl. Das ist... ein Muss bei mir in der Küche und auch im Bad. Also ich habe von diesem Kokosöl immer reichlich zu Hause. Das duftet so schön nach Kokosnuss, wirklich total herrlich, finde ich. Und das ist für die Hautpflege ganz toll. Auch für die Haare verwende ich das gerne und. Und auch in der Küche benutze ich dieses Kokosöl wirklich sehr gerne. Es ist nicht geeignet, wenn man den Kokosnussgeschmack vermeiden möchte. Dann sollte man lieber ein anderes Produkt nehmen. Das hier von DM schmeckt wirklich... und riecht
sehr stark nach Kokosnuss, aber ich mag das ganz gerne und wenn es passt, benutze ich auch in der Küche. Außerdem vom DM habe ich noch ein Müsli. Das Mango-Ananas-Müsli mit Physalis und Kokos. Kannte ich auch noch nicht. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin sowieso ein Müsli-Liebhaber und muss immer mal verschiedene Sachen ausprobieren. Obwohl ich mir auch gerne mein Müsli selber zusammenstelle. So ist es nicht, aber neue Produkte finde ich immer ganz toll und es ist auch praktisch, was zu Hause zu haben. Dann habe ich mir endlich mal Reispapier mitgenommen. Das hatte ich nämlich hier noch nicht gefunden. Dies habe ich jetzt beim Reichelt gesehen. Ich möchte daraus Summer Rolls machen, habe zwar noch keine Idee, wie ich sie genau fülle, aber die Idee hatte ich jetzt beim lieben Tom gesehen von der Chaos Küche 51. Ich kann ihn euch gerne unten verlinken. Also das Video zu den Summer Rolls könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Denn das sah so richtig appetitlich für mich aus und also deswegen wollte ich das Ganze mal selber nachmachen und mal gucken, womit ich das dann füllen werde. Brotaufstriche mussten noch mit Marmelade, die Samtmarmelade esse ich total gerne. Die Konsistenz ist einfach sehr schön, eignet sich auch wirklich sehr gut zum Backen, also wirklich lecker. Dann habe ich mal was für mich Neues ausprobiert, ist aber kein neues Produkt und zwar der Grafschafter Lütticher Delikatesse. Das ist ein Fruchtaufstrich aus Birnen, Äpfeln und Datteln. Ja, das ist dann so eingekocht wahrscheinlich. Erinnert in der Konsistenz her an einen dickflüssigen Zuckerrübensirup, aber geschmacklich total anders. Also sehr fruchtig auch, natürlich auch sehr süß. Aber so dünn bestrichen auf dem Brot ist es richtig lecker. Und weil ich davon so begeistert war, habe ich dann auch mal das ganze Päckchen mitgenommen. Ich hatte nämlich da die Probiergröße ausprobiert. Ich sag ja, die Probiergrößen sind wirklich gut geeignet. Noch ein Produkt, was ich ebenfalls durch die Probiergrößen tatsächlich kennengelernt habe, ist die Rosenmarillen-Konfitüre von Darbo, wenn man das jetzt so richtig ausspricht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das einer der besten Aprikosenmarmeladen für mich. Richtig fruchtig, richtig lecker. Und als ich beim Globus diese große Packung entdeckt habe, habe ich sie gleich mitgenommen und bin auch sehr zufrieden damit, denn im Crepe oder auf dem Brot schmeckt es richtig lecker. Also wenn man sich mal eine gute Marmelade gönnen möchte, kann man ganz beruhigt die hier mitnehmen. Die ist so lecker. Und für meine Kleine, denn sie ist ein großer Fan davon, Lotus Biscoff, beziehungsweise bei uns heißt das Kefut. Ich weiß nicht warum, aber meine Tochter sagt, sie ist jetzt über 2,5 Jahre, seitdem sie sprechen kann, nennt sie dieses Zeug Kefut. Keine Ahnung warum. Das ist jetzt die Crunchy-Variante. Hatte ich euch in dem letzten Food Haul auch schon gezeigt. Richtig lecker. Schon geöffnet. Ihr seht die Konsistenz. Ist zwar jetzt nicht so gesund, aber gibt es ab und zu zum Frühstück. Ist wirklich ganz lecker. Und ist übrigens auch vegan. Für die, die es interessiert. Hatte ich zwar beim letzten Mal auch gesagt, aber ich wiederhole mich gerne. Ich glaube, das war es jetzt auch schon tatsächlich. Vielleicht habe ich das eine oder andere vergessen, ich hoffe aber nicht. So unwichtige Sachen, was ich mitgenommen habe, wie zum Beispiel Kaffeefilter oder Kaffee, sowas in der Art habe ich jetzt sowieso nicht gezeigt. Und ich wollte euch nur das Interessante zeigen, wisst ihr ja. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Über Kommentare und einen Daumen hoch würde ich mich natürlich sehr freuen. Und hoffentlich war jetzt auch das ein oder andere interessante Produkt für euch dabei. Und außerdem hoffe ich, dass wir uns bei einem nächsten Video wiedersehen. Bis dann!